Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist IWCD und willkommen zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dios! Zusammen mit dem Dini! Und Leute, guckt es euch an. Ich muss direkt husten, die letzte Folge. Entschuldigung, war so eine XXL-Baufolge mal wieder, aber die hat sich wirklich gelohnt. Wir haben jetzt wirklich eine echt coole Base. Also es ist ein bisschen eckig. Aber vom Aufbau her, die Grundstruktur steht und es sieht so cool aus, wenn hier reinkommt, der T-Rex-Kopf, das Schiff ist mit dabei, wir können das flexibel von A nach B bewegen, wir können die Sachen nutzen, die wir hier drauf gebaut haben. Ich finde es richtig, richtig gut, aber nichtsdestotrotz ist das Boot ja trotzdem auch sehr begrenzt in dem, was wir machen können. Vor allen Dingen, was den Platz betrifft, und das ist zwar alles cool und ich finde, das passt auch optisch ganz gut, dass hier alles aus Stein und aus Holz ist und wir hier so ein bisschen broaden und unseren Preserving Bin haben und so, aber es wird langsam Zeit. Wir sind jetzt angekommen in einer Zeit, wo wir auch Metallsachen machen können, und darauf will ich heute hinaus gucken, was geht eigentlich schon, denn kann ja wohl nicht mehr sein, dass wenn wir jetzt hier so eine Base haben, wir unser Fleisch hier einfach in so einem Lagerfeuer braten und das irgendwie unfassbar lange braucht, bis das da mal irgendwie alles fertig ist und so. Aus dem Zeitalter sind wir raus, das bedeutet, wir gucken jetzt einfach mal, was gibt es an Metall, und an Metall gibt es vor allen Dingen hier ab Level, ach, da guckt man gar nicht nach Metall. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach einem Industrial Grill, heißt glaube ich der große Grill, ne? Ja. Den gibt es hier bei Level 50. Ah, sind wir ja easy eigentlich schon. Industrial Grinder auch nicht schlecht, weil in dem Grinder, der wird ja eigentlich wahrscheinlich funktionieren wie ein Mörser. Mortar Pestle, nur größer und schneller. Nur größer, ja. Und schneller, weil, Leute, ich finde es so krass, wie schnell Spark Powder mittlerweile verbraucht wird. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann mal ein Patch gab oder so. Früher hat das gefühlt ewig gehalten. Mittlerweile geht das echt super, super schnell runter. Und da könnten wir Spark Powder auch im großen Stile dann einfach drin verarbeiten. Ich werde jetzt tatsächlich mal die beiden Sachen, also ich werde jetzt erstmal, also was ist denn so der Klassiker? Der Klassiker ist der Generator, um und Strom der Fabrikator. Zu haben. Der Fabrikator, du hast recht, den habe ich komplett vergessen. Die Smithy in groß, dafür brauchen wir 35 Metall. Das geht sogar eigentlich noch. Cement and Paste haben wir auch ein bisschen. Da auch wieder Spark Powder. Und der Schmelzofen, Junge. Ja, der Schmelzofen, du meinst den Industrieofen, ne? Ich glaube Industrial heißt der. Den können wir noch gar nicht. Der ist erst ab Level 80. Und ich weiß noch, dass aber nicht mehr lange. Der braucht so. Ich bin 79. Oh, echt? Ja, krass. Ich bin 78, aber ich kann einen hochgehen und dann habe ich's. Industrial Grinder, also, Industrial Grill. Und dann kommt hier auch noch der Schmelzofen. Und das bei 89 auch noch was. Das haben wir noch nie gehabt. Ich wüsste nicht, was das sein soll. Ich glaube, der Schmelzofen war immer das höchste. So Tech-Sachen, ja. Gibt bestimmt ein Tech-Ding noch. Kann sein. Ist jetzt die Frage, also der Industrial Grill zum Beispiel, ne? Perfect for cooking meat and bulk, staying warm and providing light. Der läuft allerdings mit Gasoline. Das heißt, dafür bräuchten wir gar keinen Strom. Strom ist auch nochmal schon eine ordentliche Herausforderung, weil das muss ja irgendwie laufen. Das machen wir dann an. Das braucht dann auch wieder was, um zu laufen. Ich glaube, das läuft auch mit Gasoline, ne? Ich glaube auch. Man kann halt entweder Gasoline direkt reintun oder einfach Strom anmachen. Ich weiß nicht. Ich fände einen Industrial Grill auf jeden Fall schon mal gut, um einfach schnell zu kochen, weil mir dauert das irgendwie zu lange. Und manchmal habe ich es vergessen und dann spoilt das irgendwie. Wir brauchen das alles. Wir brauchen all die Dinger. Ja. Also wir müssen gar nicht überlegen, was, sondern wir brauchen da alles. Ich hole gerade extra schon Holz, weil das hatten wir, glaube ich, halt fast nichts mehr da. Stein haben wir noch ein bisschen was. Und Metall ist ja eine größere Aufgabe, aber davon haben wir auch in der letzten Zeit viel gesammelt. Wir haben richtig viel gesammelt, aber es dauert immer noch echt lange. Und das liegt auch daran, dass wir einfach sehr, sehr langsam sind darin, das Metall zu verbrauchen, weil wir halt eben noch nicht diesen Industrial Grill haben. Ne, nicht Industrial Grill, sondern die Industrial Schmelze. Forge heißt es, genau. Trotzdem wollte ich mal gucken, ob ich nicht noch eben zwei machen kann, damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht, weil wir brauchen. Das ist noch nicht fertig geschmolzen, was wir gesammelt haben. Nee, das noch nicht mal die ganze Zeit. Nee, weil die ganze Zeit Spark Powder raus ist und so. Wir brauchen aber wenn du so ein Stack Spark Powder reintust, dann hält das nicht genug. Dann ist es ein Bug, also ich das jetzt, kann nicht sein. Ich habe jetzt 180 Spark Powder drin, jetzt gerade in dieser Sekunde, wo ich gesprochen habe. Da steht ja auch, wie lange das dauert. Also steht drin, wie lange das hält. Das muss eigentlich ein Tag lang sein oder so. 34 Minuten hält das, über 170. Also echt, ist schon immerhin okay, aber ich finde auf jeden Fall schnell, wie das, ich finde es krass, wie schnell das verbraucht wird. Hast du noch ein bisschen, was hast du gerade? Bist du Wood am Holen gerade? Yes, Wood am Bienen und Holen. Bist du es also am Holen, am Tun, am Machen? Ich bin's am, also es fühlt sich an, als ob ich am Bienen wäre, ja. Forge, genau. Weil, damit es ein bisschen schneller geht, weil wir werden, ich weiß ganz genau, wirst du ja dann irgendwie den Industrial, bis wir die Schmelze haben, müssen wir so viel Metall schmelzen.
Da müssen wir tatsächlich noch ein paar machen. Und sobald der DNR mit Wood vorbeikommt. Ja, dreh ich mal um, ne? Oh, moin! Packst du das rein hier in das Gerät? Ja, Wood. Hier ein oben Träumchen. Ist noch ein bisschen mehr in der Akkorde. Sehr gut. Dann mache ich hier direkt nochmal einen. Dann machen wir noch ein bisschen Flint und noch ein bisschen Stone. Das haben wir dabei. Sehr gut, dann mache ich doch direkt noch eine zweite. Aber ich packe nicht zwei Schmelzen aufs Floß, das ist zu eng, oder? Das ist, wir wollen ja auch nicht immer ja, mit vier. Also Schmelzen aber günstig, ne? Das ist jetzt nicht so verschwenderisch gerade gewesen, oder? Was meinst du? Ja, weil die wir kleinen machen Schmelzen. Eh die große. Achso, wir machen sie noch nicht, weil wir weil in einem Level die sie große, erst können. Für die große brauchen wir so viel Metall. Okay, okay. Da müssen wir einfach so viele Schmelzen ja parallel laufen. Aber ich würde nicht hier unten, ich würde hier oben. Guck mal, ich würde das nämlich noch einmal da so einen Ticken erweitern, siehst du? So, oben. Oh, nee, ah, okay. Du könntest ja wieder abbauen einfach, aber, ja, okay, aber um einen weiter. Und dann hat man nämlich da oben echt einen guten Platz, oh, um da eigentlich mit ist das gut, Überblick was du sagst zu machen. Ich wollte nämlich was Ähnliches machen, nur halt, wie gesagt, ähnlich, das heißt ein bisschen anders, aber, aber, pass mal auf, eigentlich ist das ganz gut, du bringst mich auf eine Idee ja mit dem, was du hier gemacht hast. Wenn ich, wir jetzt also darf ich kurz, du machst deine Idee, aber ich will zumindest meine einmal gesagt haben. Hier, ja, Glas von hier einmal rüber, ja, komplett okay hier. Ja. Und hier auch Glas von hier einmal rüber. Das ist so eine geile Brücke. Man hat so einen geilen Ausblick in die Richtung, geilen Ausblick in die Richtung auf unser Boot. Und hier Glas okay, und eine anders Tür. Und dann hat man hier so eine schöne, ja, wie so ein schönes, so ein Überblick. Ich finde es ein bisschen wie eine Brücke von einem großen Schiff. Ich hätte es jetzt ein bisschen jetzt anders sag du gedacht. Ja, sag du. Also hier die Reihe noch mit Stein abschließen. Beziehungsweise hm, ich würde es mit Holz, weil ich es schöner finde. Und okay, geht auch. Dann hier noch so zwei Reihen mindestens Glas. Und das dann umranden, also so wie auch hier in der Mitte der Handlauf. Ja. Das dann erweitern mit Wänden, mit Glaswänden. Bam, bam, bam. Mhm. Dass man hier oben so einen kleinen Glascube drauf hat. Und der ist umrandet mit so einem Balkon quasi. Wie so ein Penthouse hier oben, dass man rundherum noch rausgehen kann und noch ein bisschen wohnen kann quasi. Und der Cube hier oben drauf sitzt sozusagen. Aber alles. Und wenn man hier von außen Stein machen würde, beziehungsweise Holz, dann könnte man hier die Gerätschaften draufsetzen, ohne dass man von unten vom Glas, also durch das Glas gegen die Dinger guckt, weil das sieht natürlich nicht schön aus, dass ja man das einmal so umrundet mit Holz außen und da dann die Gerätschaften stehen und mittig machen wir Glas, damit wir durchgucken können, damit es hier unten nicht so mega dunkel wird und weißt aber du. Aber wo, also sozusagen das Glas ist dann, also du meinst Glas, also sozusagen Glasboden. Glasboden und Glaswände. Und Glasdach, das wird ein richtiger, wird so ein Glascube hier oben drauf. Achso, und wo ist die andere Glaswand? Also wo geht das Glas wieder zu? Hier ab dem Handlauf, hier kommen die Glaswände hin. Okay, da kommt eine Glaswand, ist hier, wo ich draufstehe. Genau, auf die, ja? geht dann weiter bis hier und dann geht die hier, wo ich lang gehe, auch Glaswand, 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 das verstehe Glaswand ich, aber wo ist die andere Seite? Und genau das gleiche, einmal gespiegelt, auch einmal hier an dem Handlauf. Nein, ich meine die Glas andere Seite, weil jetzt ist, bin ich ja draußen und hier ist eine Glaswand, ich bin immer noch draußen. Ja, das ist der Balkon draußen quasi, das ist das Penthouse-Feeling und von außen. Und wo ist drin? Wo ist drin? Ja, hinter der Wand. Also man geht hier durch eine Tür, geht man von hier so rein, rip, und jetzt bin ich drin. Ach, okay, aber, und dann ist es komplett verglast, alles innen drin? Ja. Yeah. Also sozusagen bis zum Tor alles. Außer wieder so in U-Form, außenrum machen wir Holzboden, wo wir dann die Maschinen hinstellen, damit man nicht von unten, wenn man von unten hochguckt, gegen die Maschinen guckt, durch den Glasboden, weißt du, sieht ein bisschen komisch aus. Ja, das verstehe ich. Do you understand? Ich understand, aber sozusagen, wo ist denn überall, weil überall, wo Glasboden ist, ja, sieht das nice aus, aber man kann ihn nicht richtig nutzen, den Platz, weil, wie du sagst, sieht scheiße aus, wenn eine Maschine ja draufsteht, zumindest relativ scheiße. Ich glaube, ja, man könnte vielleicht, also so, Lager könnte man schon, ganz dünne Kisten außen, glaube ich, würde jetzt den Braten nicht so fett machen, Hauptsache keine fetten Maschinen, dass man überall dann unten gegen die ganzen Maschinen guckt. Und einfach für die Optik einfach diesen Glasboden und so, damit man hier so einen Glaskasten hat, der so einen guten Eindruck macht, eine ordentliche Größe hat. Und ich will, noch einmal, cool ich will einmal noch verstehen, wo der Glaskasten ist, weil ich ihn, du weißt, ich bin schon durch mittlerweile, ich verstehe es nicht mehr alles so richtig, ich verstehe mich selber gar nicht mehr. Mittig einfach einen Würfel, einfach einen Glaswürfel hier mittig oben okay drauf. Genau, dass es hier endet, wo diese Wand ist. Und dann kommt ja man raus und hat noch so ein bisschen Außenfläche, vielleicht noch zwei, drei Plant Species X von außen. Einfach, dass wenn man rauskommt, dass man nicht direkt irgendwie runterspringt okay oder rausläuft, sondern dass man hier so umrandet hat. Das ist für und mich, ich dachte früher immer, Penthouse bedeutet komplett rundherum Balkon. Aber Penthouse ja heißt ja in allererster Linie, dass es quasi auf einem Flachdach oder so von einem Hochhaus ist. Ja. Und meistens ist das, glaube ich, immer so, dass man dann rundherum Balkon hat, weil man ja auf dem Dach drauf ist. Und so soll das dann hier auch sein. Also fände ich es cool.
Das heißt, die ganzen Railings kommen eigentlich ab, ne? Und dann kommen da, stattdessen kommt hier halt ein Glasboden erstmal. Ja, ja, stopp, das war's schon. Ja, ich würde es hier schon enden, glaube ich. Ich glaube, ich würde den ersten Teil, wo das Schiff steht, hauptsächlich immer noch irgendwie so offen halten, oder? Ich würde das jetzt nicht alles voller Glasboden machen. Das wäre okay, also, okay. Dass das Haus eher so halt vorne so sitzt, so, dass es so drauf sitzt quasi. Okay, verstehe ich, ja. Dann eins zurück wieder. Okay, habe ich verstanden dann jetzt. Sorry, also du kannst natürlich, wenn du sagst, dass es dir nicht gefällt, können wir es natürlich auch immer noch anders überlegen. Aber das war so meine Idee. Nein, ich finde das gut. Ich habe noch ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe. Ich habe es gemerkt. Aber vielleicht ja auch der ein oder andere da draußen. Dann haben wir das jetzt nochmal ein bisschen detaillierter. Ich guck mal gerade, damit wir hier die Greenhouse Ceilings, Greenhouse heißt nämlich, weil es eigentlich für ein Gewächshaus gedacht ist, damit wir die bauen können, was wir dafür brauchen. Also 159 Kristall haben wir. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ah, man macht die gar nicht im Inventar. Sehr gut, dann kann ich die auch direkt da drüben lassen. Und dann mache ich mal die Okay, anscheinend bin ich falsch. Oder habe ich die noch nicht erlernt? Hä? Habe ich nicht gerade die Greenhouse? Moment, ich guck mal gerade. Greenhouse. Vielleicht macht man die im Fabricator oder sowas. Stone Ceiling Crest in Smithy. Aber ich bin doch hier in der Smithy drin gewesen. Und jetzt habe ich hier, will ich hier Greenhouse? Und jetzt ist plötzlich da. Bin ich blöd? Habe ich irgendwas wieder gerade falsch geschrieben? Wahrscheinlich. Wobei ich auch schon beim Schnitt manchmal gesehen habe, dass ich es richtig geschrieben habe und es trotzdem nicht angezeigt wurde, aber man weiß nicht. So, Greenhouse Ceiling. Ich mache jetzt hiervon einfach mal... Oh, okay, so viele kann ich auch gar nicht machen, weil dann irgendwas wieder fehlt. Und zwar, ja, es ist aktuell Metall, aber es ist gar nicht so schlimm. Wir haben noch Metall, oder? Du hast noch nicht... Ey, jetzt sind 72, waren hier drin. Ich tue die gerade rüber. Okay. Hier, ich habe sie rüber getan. Ich glaube, wir werden so doll Metallprobleme haben. Und hier 102 immerhin drin. Ja. So, die tue ich auch noch rüber. So. Und dann mach mal als erst Böden oder was machst du als erst? Ja genau, Böden. Ich mach die Ceilings, die dann halt eben Böden sind. Ja. Ich frag mich, ob das überhaupt funktioniert von der Reichweite, weil die haben ja keine Bodenstruktur, die sie festhalten, oder? Ja, da muss man irgendwann mal gucken. Falls nicht, müssen wir uns halt überlegen, aber du hast absolut recht. Warte mal, ich habe die gerade gemacht, aber irgendwie sind sie nicht da. Ja, komm mal nach draußen. Hast du sie schon genommen? Du frech! Du kleiner Frechi. Hier geht's nicht. Ja, hier fehlt der Nearby Foundation Support, wenn ich noch einen weitergehen würde. Okay. Also das geht hier. Kannst du die Optik davon anders machen oder wird es immer so aussehen? Ich schau einmal. Es wird immer so aussehen. Okay, ist nicht so geil, wie ich dachte. Ich finde es gar nicht so scheiße, weil es halt irgendwie mehr Sinn macht, als wenn es jetzt nur Glas wäre, weißt du? Es ist so buggy, wenn du da drüber läufst und ich von unten drüber gucke. Kennst du das ganz früher, als man so Windows installiert hat? Oh, das kennen aber, glaube ich, auch. Das kennen auch nur die ganzen Oldschool-Hasen. Wenn man dann den Mauszeiger so eingestellt hat, dass er so Schlieren nachzieht. Ah ja. Genau so sieht das aus, wenn du von da oben drüber läufst und ich gucke hinterher. Sieht ganz weird aus. Oder wenn du Sonic wärst oder so, weißt du, wenn du so überschnell wärst. Geh du mal hoch, jetzt will ich das nicht. Oh, es sieht echt von unten scheiße aus. Von oben sieht's cool aus. Guck mal von oben. Ja, warte, ich nehme kurz ein bisschen Metall mit, damit wir, weil ich ja eben gerade zwei schon gemacht habe. Moment, hier ist ein bisschen splitten, das nochmal splitten. Hier von die Hälfte nochmal rüber. Ja, egal. Das war jetzt nicht so sinnig, egal. Ja, ich gehe mal eben hoch. Und dann nehme ich nämlich auch noch ein bisschen was zum Metallschmelzen mit. Ist von oben wahrscheinlich heller, weil das Licht anders drauf fällt, ne? Ja, ich glaube. Oha, sieht ja auch nochmal ganz anders aus. Voll blöd zum Drauflaufen, weil es irgendwie so dreidimensional ist. Man würde die ganze Zeit stolpern, wenn man hier drauflaufen würde. Ja. 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 So doll ist es nicht, ne? Ich find's nicht so richtig dolle. Ja, aber wie sonst, ist die Frage. Ja, ist eine absolut berechtigte Frage. Ich pack trotzdem gerade mal hier die Hälfte vom Metall rein. Kannst du da mal irgendwie was reinpacken, dass das parallel auch nochmal schmilzt? Weil wir werden richtig, richtig viel Metall brauchen. So, hier auf die andere Seite einfach nur, damit es gerade symmetrisch ist, mache ich auch noch was hin. Mache ich dann den Rest Metall hin. Und, ja, der Boden ist echt komisch. Dann gucken wir mal, was wir denn als nächstes brauchen, jetzt mal abseits vom Metall. Weil da brutzelt auf jeden Fall noch eine gute Menge. Warte mal, oben haben wir ungefähr dann wahrscheinlich so um die 100 oder so, glaube ich, oder? Dann hier 77 und hier, 249, okay. Das heißt, wir werden schon auf jeden Fall ganz ordentlich dreistellig Metall haben. Und wir können auch einmal schnell, also ich meine, wir packen kurz die Anker und fahren hier drüben unten am, wir müssen ja nicht mal hochfliegen, nur unten. Also da fahren wir ganz schnell nochmal 600 Metall, ne?
Ja, ach, bis das geschmolzen ist, also das haben wir in zwei Folgen aktuell. Ein Fabrikator hätten wir schnell gemacht, aber ein Fabrikator würde uns jetzt auch nicht so richtig doll weiterhelfen gerade, oder? Oder sollen wir damit starten? Sollen wir erstmal mit den kleinen Dingern starten? Ja, Fabrikator ist das Wichtigste. Und Öl haben wir schon, glaube ich, ne? Und können wir irgendwie Gasolin draus machen? Oder wir haben sogar Gasolin, haben wir irgendwo mal aus dem Job bekommen? Ich sag gerade, der würde uns gar nicht viel bringen. Ich bin auch schon durch, weil unsere Aufnahmesession sehr lang ist. Der wird uns natürlich viel bringen, der Generator wird uns nicht so viel bringen, ne? Weil der Fabrikator braucht gar keinen Strom, oder? Blueprints Create. Ich glaube, er könnte mit Strom funktionieren oder mit aber auch Öl, mit einfach, ne? Gasolin direkt rein, ja. Ja. Okay, dann gucke ich mal, was uns dafür noch fehlt. Vielleicht auch gar nichts mehr. Weil wir schon dafür echt viel haben. Nur 50 Spark Powder, aber das können wir easy machen. Moment, dann machen wir hier mal ein bisschen Spark Powder drin. 50. Können wir sogar direkt craften. Ist ja noch genug Holz drin. Ich kann aber auch mal vorübergehend hier schon mal die 50 rausnehmen. Das mal eben aufteilen hier. Zack, zack. Kommt das hier rein. Wir haben unsere 50. Habe ich? 63 sogar am Start. Ja, sehr gut. Pfeifen wollte ich eigentlich nicht. Dann packen wir das hier rein. Und dann haben wir tatsächlich den Fabrikator am Start. Unsere allererste richtige Maschine, die richtigen Treibstoff braucht, um zu laufen. Jetzt mal abseits, klar, Holz kann man jetzt auch als Treibstoff bezeichnen irgendwo. Oh, wir haben sogar Öl. Aber der ist einfach... Wo ist der denn jetzt schon wieder? Fabrikator, da ist er. So. Und dann gehen wir damit einmal nach oben. Dann gucken wir mal, wie wir das strukturell da machen. Achso, genau. Die Holzböden würde ich lieber machen. Bist du auch dabei, oder? Dass Holz schöner ist als Stein an der Stelle, wenn wir das innen machen als Boden? Ja. Ja, können wir machen. Also für die Parts, vielleicht um im Theme zu bleiben, die Parts, die outdoor sind, könnte man ja aus Stein lassen. Die kann man aus Stein lassen, ja. Und die Parts, die eine Decke haben, die machen wir aus Holz. Genau, so würde ich es machen, dass man wie so Parkett verlegt hat oder so. Naja, richtig. Ja, dann musst du, was für Wände machen wir? Alles aus Glaswänden oder also die Wände von diesem Häuschen? Ja. Okay, das heißt, wir brauchen halt Glaswände. Fände ich auf jeden Fall cool, weil wir haben ja so eine geile Übersicht und oben einen 360-Grad-Blick in Dizzy Bay. Und das, Es ist Dizzy Bay, ich hab zugestimmt. Ja, nice. Das finde ich ganz gut. So, ich gehe mal eben nach oben. Versuche ich das mal also eben auszutauschen. Ich kann auch anfangen, irgendwas abzubauen. Ich habe gerade schon, also beides schmilzt auf jeden Fall Metall gerade. Jetzt haben wir auf jeden Fall viermal Metall schmelzen. Viermal so schnell wie nur einer. Ich glaube, jetzt kriegen wir schon mit der Zeit ganz, ganz gut erstmal was. Also die kannst du ja schon mal ab, die Böden kannst du schon mal wegmachen. Dann ersetze ich die durch Holz. So. Du machst ab, ich mach Holz drauf. Perfekt. Zack. Ja, es dauert immer. Ja, ich wollte gerade noch sagen, du machst den gefährlichen Teil. Ich komme wieder. So. Lalalala, aber der muss ja eh weg, ne? Also man muss genau lesen, auch was da steht. In dem Fall, ja, Stone Ceiling mache ich nicht Holz ab, aber es ist schon sehr, sehr schwierig. Aber hier bleibt draußen Stein, ne? Also hier mache ich wieder in die Beine. Draußen kannst du wieder Stein machen, genau. Ich mache hier, ich nehme das mal wieder kurz ins Inventar, weil wir müssen. Und das Glas kommt da auch weg an der Stelle? Ah, das weiß ich noch nicht so genau. Weiß ich nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Wie findest du es? Ja, es sieht irgendwie ein bisschen... Na, ich find's von... Ich glaube, es könnte schon. Echt? Ich bin nicht so richtig überzeugt. Okay, vielleicht macht man es nicht so... Vielleicht macht man es nicht bis zum Rand, sondern nur einmal in der Mitte, nur so ein kleines Feld, weißt du? Das könnte man mal probieren, ja. Ich würde... Wie gesagt, so als Skylight, das Glas hier außen wollte ich sowieso wegmachen, weil da sollen ja auch Maschinen wieder zukünftig draufstehen. Deswegen, da soll ein Holz stattdessen hin, ne? Das dann auch wieder Holz, genau. Zack, weg. Und die Wände sollen aus Glas, aber das kannst du noch nicht machen, Zack, weil du weg. Nicht genug Materialien hast, oder? Guck ich mal, wir können ja eine Arbeitsteilung machen. Einer von uns macht Holz, einer macht Glas. Beziehungsweise jo, einer macht die Glaswände und einer macht die Holz. Weiß nicht, ich glaube, ich kümmere mich mal gerade... Okay, sehr gut, ich wollte nämlich auch sagen, ich kümmere mich mal ums Glas. Kann nämlich sein, dass wir da gar nicht genug... Ach stimmt, ich habe ja alles schon... Ich habe schon alles wegbenutzt hier. Wegbenutzt vor allem. Aber was fehlt hier? Metall vor allem, weil oben ist... Wir brauchen halt super viel Crystal für Glas. Ja, dann lass einen Mini-Run kurz machen. Kommen wir hier da kurz hin. Das geht ratzi-fatzi. Und vor allem kann man jetzt auch so gut landen. Direkt hier oben landen. Rein damit. Ja. Den Fabrikator packe ich mal eben zurück. Ansonsten habe ich eigentlich nur... Ich würde sogar sagen, dass wir die Schmelze nicht indoor machen. Die Schmelze macht Sinn, dass die outdoor bleibt. Ja, die ist auch viel zu groß. Würde ich auch sagen. Ja. Okay, einen kleinen Run heißt, Crystal ist wahrscheinlich die Anke wieder am besten, ne? Oder? Ja, natürlich. Die Anke sitzt draußen. Und Agatha hast du. Bin schon drauf. Dann können wir parallel
Okay, das hat nicht geklappt. Mhm. Frosch im Hals. Dann können wir parallel auch noch sogar wahrscheinlich. Oh, es klappt doch wieder mal. Alles nicht. Ich stehe auch nicht gut. Ich stehe mir einmal hier in die Mitte. So, jetzt besser. Ja. Okay. Perfekto. Nice. Nur noch Hälfte Ausdauer. Aber wir haben es geschafft. Wir müssen ja auch nicht weit. Nach ganz. Ach doch, für Crystal müssen wir nach ganz oben, ne? Nee. Ah, mal schauen. Ja, ich kann mal versuchen, so ein bisschen weiter unten zu bleiben, aber Crystal ist ja auf den Bergen wirklich meistens immer nur ganz oben. Metall fängt schon ein bisschen früher an. Ja, hier rechts ist auf jeden Fall schon Metall, also recht schräg hoch. Ja, ja, Metall ist hier. Ja, hier ist jede Menge Metall. Obsidian ist auch hier, das werden wir auch noch später brauchen. Aber Crystal kommt, glaube ich, erst ab oben. Auch noch nicht, ja. Okay, da müssen wir für Crystal einen Ticken hoch, aber ich meine, wenn man im Endeffekt diese Aufnahme hier mal gegenschneiden würde, gegen eine ganz alte Folge Dizzy vs. Dinos, so die ersten 200 oder die ersten 100, das ist ja auch eigentlich völlig egal. Hier hat sich grafisch so viel getan, das ist wirklich ein ganz, ganz anderes Level. Oh, und wir fliegen erstmal da vorne wieder zu einem Adler. Oh, vielleicht kann ich hier ein bisschen ausweichen, da müssen wir nicht die ganze Zeit mit dem kämpfen. Aber wir fliegen auch wieder voll in die Wolken, also es gibt's nicht. So eine Wolkenfront! Junge, boah, ich sehe fast nix. Oh Gott. Okay, hier ist Crystal. Siehst du Crystal? Du kannst mich absetzen. Ja, du kannst mich abwerfen. Ich sehe gar nichts. Ich sehe wirklich... Ich bin mit. Ah, oha, ich auch. Stimmt, jetzt sehe ich auch wieder was. Sehr gut. Das ist wie so ein kleiner Sandsturm. Nee, beide, das Crystal Farm kriege ich jetzt ja auch noch ein bisschen an Pilze wieder. Schon wieder 5 immerhin. Das ist ja auch, wenn wir für die nächsten... haben wir es nicht direkt vor. Jetzt die Wolke übrigens bei mir. Ich glaube, wir haben mal unterschiedlich die Wolken auch. Kann sein, jetzt sehe ich nämlich fast nichts, aber ich weiß noch, wo es ist und ich schlag dabei darauf. Bist auch, glaube ich, gleich schon zu schwer. Ich pack dich mal, kannst du mal weiterschlagen. Ja, ja, mal. Sehr gut. Wie viel Crystal hast du so? Wie viel was kriegst du so? Ich habe jetzt insgesamt Crystal... Boah, zu schwer. 376. Ich werfe mal irgendwas raus. Nee, warte, lande kurz und wir tun Crystal bei dir rein. Ich glaube, dass es da reduziert wird, ja. Nee, bei mir nur du Metall, lande kurz, oder? Doch, doch. Ehrlich? Doch, doch. Ja, ich glaube, um die Hälfte. Ich versuche zumindest zu landen. Ja. Du meinst im Adler? Du musst nur Rechtsklick drücken, damit ich... Ja, genau. So, guck, jetzt gehe ich nämlich rein in die Agade, so, und tu mal alles, und Stein auch. Und switches rüber. Ja, es liegt die Hälfte da drin. Krass. Nice. Ja. Wir können hier auch nochmal auf Weight gehen. So. Ja, Agade voll auf Weight. Ja. Du baust hier noch ein bisschen ab. Okay, aber dann werden wir echt sehr schnell sehr viel Crystal haben. Und das ist übrigens rundherum hier. Da vorne hast du auch noch ein bisschen was ausgelassen. Siehst du gerade was? Ja, ja, ich sehe was. Okay, jetzt gerade ist bei mir voll Sonne. Ja, ja, bei mir kommt auch die Sonne rein. Ja. Also ich glaube, du kannst mich gleich nicht mehr tragen. Ne? Also ich muss eh noch einmal, setz dich einmal neben dich zum Übertragen. Ja. Und ich glaube, dass auch Agade dann voll ist. Boah, ist das eine Aussicht hier. Alter, ja, sieht richtig nice aus. Also 200 haben wir noch mal, die tue ich rüber. Und wenn du mich jetzt packst, bist du mir, glaube ich, eh zu schwer. Erstmal. Ah, wer hätte es gedacht, das hat leider beim ersten Versuch nicht geklappt. Aber ich komme nochmal. Und ja, hast ja, mich? Wir sind zu schwer. Und, okay, ich werfe ein bisschen was ab. Aber du musst echt nicht viel, gleich. Wir sind nicht super schwer. Okay, ja. Oh, wir werden jetzt angegriffen. Ne? Ja, ja, wir werden verfolgt. Ja, aber egal, der ist langsamer als wir. Also ich kann wir ihn sind vielleicht sogar abschießen. Ich kann ihn abschießen. Ah, nee, erst da müsst du mal ein bisschen eindrehen. Mach's nicht, das nervt. Ja, lass uns lieber. Ich bin noch nicht Fullspeed, ne? Also ich bin immer noch zu schwer. Wie geil, wie was für ein schneller Run das war. Einfach mal kurz ein bisschen hier, zack, zack. Ja. Wir haben nur kein Metall mitgenommen, obwohl wir direkt neben Metall waren. Aber gut, das hätte aber auch einiges gewogen. Aber das schmilzt eh noch so lange. Das ist jetzt also... Deswegen, wir müssen gucken jetzt... Oh, ich dachte gerade, was mit dem Rex los hat, gerade gekackt, glaube ich. Wir müssen gucken, dass wir jetzt wirklich permanent das Metall schmelzen, weil das ist super, super wichtig, damit wir weiterkommen. Ja. Leg mich oben ab. Ich habe an Metall gedacht, ja. 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 Wir müssen mal die Sniffy auch oben machen. Oder wollen wir die immer hier behalten? Die Frage ist... Ja, wir machen oben auch eine Smithy. Ist halt nur sozusagen, wo die Sachen sind. Ich würde es aber eher zum Craften. Wir brauchen was für unterwegs, aber ich würde sagen, unsere Hauptressourcen behalten wir in Dizzy Bay. Oh, ich würde es, glaube ich, hier lassen, weil wir sonst immer nur nichts mit haben. Dann sind wir wieder am Rumsortieren und so. Ich glaube, das ist ja eben das Coole, dass wir so ein Hybrid sind und eben die Sachen immer hier haben. Okay, aber wenn wir Fabricator, können wir nicht hier drauf machen, wegen Strom und allem, weißt du? Und irgendwann werden wir auch Aber Tech den Fabricator, haben. Den brauchen wir ja auch nicht unterwegs. Ja. Glaube ich. Da reicht es dann, in die Base zurückzukommen, die Fabricator-Sachen zu machen. Okay. Ich finde das ganz cool, dass man so diese Standards, das Standards-Equipment hat man immer dabei. Okay. Und die krassen Sachen, aber die lassen wir dann bisschen halt hier. Kisten und sowas werden wir ein bisschen hier wegmachen. Wegmachen?
Also die wichtigsten Sachen werden wir auf jeden Fall jetzt zu Hause lagern. Ja, ich meine nur sozusagen, weil es hier so voll ist und die Smithies, die werden wir auf jeden Fall etwas zumindest auch umsetzen. Weil das finde ich ein bisschen, man läuft ja mit dem Kochtopf und so, irgendwas müssen wir noch umbauen hier die drin, Smithy weil es immer so umsetzen. Ich glaube, du verwechselst die Smithy gerade, oder? Die kleine Smithy, die heißt Smithy. Ah, Refining Forge. Ach Mann, mein Gott, ich bin wirklich, bin durch, tut mir leid, wir haben eine riesen Vorproduktion. Heute müsste der, wenn wir alles richtig gemacht haben, ist heute der 28. Und ihr seht, ich habe hier sozusagen vor Weihnachten, ist heute noch der letzte Tag, wir produzieren hier alles vor, über die Weihnachtstage, weil wir eben auch bei unseren Familien sind. Aber der Kopf macht langsam nicht mehr mit. Der Kopf macht langsam nicht mehr mit, sage ich euch. Es ist langsam vorbei. Also. Bye, bye. Ich kann jetzt auf jeden Fall Walls machen. Und zwar 20 Stück. Aber bevor ich das mache, mache ich noch so 20 Glaswalls, das ist aber geil. Ja, aber ich mache erstmal noch eine Tür. Und für Walls, die kann man auch in Doorframes dann umbauen, oder? Ja, genau. Walls sind sowohl Türen als auch Walls halt. Ich hoffe, dass 20 nicht schon zu viel sind. Nee, geht schon, ne? Wir haben ja letztes Mal schon wieder gemerkt, als ich hier unten versucht habe, die Base zuzubauen, wie lange das dauert. Oder wie schnell das aufgebraucht ist. Ja. Okay, 20 Glaswalls. Wir haben hier auch noch Glasböden, die können nicht schaden. Hier kommen die Walls und dann habe ich, wie gesagt, noch die Tür gemacht. Dann fehlen nur noch die Ceilings, aber die Walls sind erstmal wichtiger, um die Struktur des Hauses zu sehen. Und dann könnten wir das eventuell schon ready machen. Ich weiß nicht, wir könnten natürlich auch, damit wir mal ein bisschen eine andere Form haben, vielleicht, oben so ein Dach schräge drauf machen. Es gibt ja auch, die Greenhouse-Dächer können ja auch abgeschrägt sein. Die müssen ja, glaube ich, nicht flachdach sein, oder? Könnte da man. Auch schräge, aber es ist etwas extra zum Craften, ne? Musst du nur craften. Müsste man dann gucken, ob man das vielleicht dann noch macht. So. Es ist ja, glaube ich, sogar symmetrisch. Ne, ist nicht symmetrisch. Die Tür muss ein bisschen weiter nach links oder nach rechts versetzt sein, leider. Wenn ich das richtig sehe. Das hier ist genau die Mitte. Ja, dann machen wir die Seite, die zum Balkonausgang, zu unserem Gehegeausgang geht, glaube ich. Setzen wir dann hier hin. So, dann switche ich eben zum Doorframe. Oh, es gibt unterschiedliche. Das normale Greenhouse Doorway sieht genauso aus wie die Wände. Und allein deswegen sollten wir es wahrscheinlich bauen, ne? Und das Short Doorway ist ein bisschen kleiner, aber der hat halt, es hat halt viel weniger Glas. Ich glaube, deswegen würde ich es nicht machen, weil wir wollen das doch so glasig wie möglich machen, oder? Ja. Hä? Okay, dann ist das, glaube ich, eh ein Anzeigebug, weil das sieht eigentlich aus wie eine Short Doorway. Nur in... sieht einfach genauso aus wie die Short Doorway, die mir angezeigt wurde. Also, die ist gar nicht durchsichtig. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr seht ja da unten, dass das Kleine, das Große wird eigentlich komplett glasig angezeigt. Das andere eigentlich nicht. Okay, das ist jetzt die kleine Tür. Sehr gut. Dann machen wir hier jetzt überall aber die Windows hin. Hey, das hat sich total geändert. Das sieht gar nicht mehr so klar. Baust du zum ersten Mal? Das ist doch schon gebaut hier. Ja, aber guck mal, früher war das Glas wirklich durchsichtig. Als wir damals noch im Paradies gebaut haben und so. Stimmt, ne? Das sieht mehr so Metall. Ja, stimmt, sieht in der Greenhouse aus. Das sieht voll komisch aus. Was du mal machen könntest, ist nur als Test ein Metallding zu bauen, weil das jetzt wirklich halt wie so ein Greenhouse für, naja, für Gewächshaushalt, aus Metall einmal eine Metallwand zu machen und daraus dann ein Metallfenster zu machen und mal gucken, wie groß dieses Fenster ist. Weil vielleicht ist das nämlich genau fast schon sozusagen ein bildschirmfüllendes Fenster dann. Meinst du? Weil hier könnte man, ich wollte ja eigentlich eine coole Aussicht hier oben haben. Man kann hier gar nicht mehr durchgucken. Das sieht aus wie so ein Wellblech, so ein kaputtes Wellblech, also wie so ein ranziges Wellblech sieht das aus. Ein bisschen traurig. Metal Wall. Wird natürlich teuer. Metal Wall, Doorways und Window Frame. Thema Metallschmelzen. Hier schmilzt gar nichts mehr. Ist nichts mehr an. Ist alles aus, kein Sparkpowder. Ja, das Metal. Also die Metal oben Wall. Ist Metall fertig geschmolzen, ne? Das fast nichts, kleines bisschen, fast nichts übrig geblieben. Okay. Ich guck mal. Also, wenn ich das jetzt hier hinbauen würde. Guck mal, die Tür, wenn du ruhig rausgehst, schau mal, ich habe das schwarz gemacht an den. Ich habe so Dinger hingemacht, Pillars an die Seite. Vom Wo? Dino, der Ausgang zum Dino-Gehege. Zwischen unserer Boot. Ja. Hier, genau hier, wo du bist. Wo sind hier Pillars? Ah, okay. Ja, sieht auch viel besser aus. Schön, dann haben wir beide so ein bisschen nicht oben verkleidet, Türen in Seiten. also das sieht für mich bei Metall genauso aus, das Fenster, wie auch bei Wood. Es hat einfach ein mini kleiner Doorframe dann, so ein Windowframe da drin, ne? Echt? Sowas Kleines? Bei Metall? Ja.
Krass. Man kann das noch diagonal setzen. Man macht einfach eine ganz normale Wand, eine Tür, eine große Tür, eine ganz breite Tür oder einfach nur ein Mini-Doorframe. Also, ein Mini-Window-Frame. Also, mach mal einmal Window-Frame, mal einmal angucken. Ja, ich mach das mal eben dann oben. Können wir es mal direkt hinsetzen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel wir dann. Wie viel wir dann vor allen Dingen in erster Linie verpassen würden, sage ich dir, wie es ist. So. Den. Hoffentlich sitzt es jetzt richtig rum. Ah, ne, warte, ich hab's falsch gemacht. Flippen. Oh, ich weiß nicht, was innen und außen ist. Ich setze den einfach mal so hin. Ja. Ist halt, wie gesagt, ein Window-Frame. Ob Holz oder Metall. Macht keinen Unterschied. Von außen sieht es ein bisschen weniger minimalistisch aus als von innen. Ah, da. Boah, sieht scheiße aus. Ja, sieht komplett scheiße aus. Also, ich glaube, wenn man Tech später hat. Ich verstehe nicht, guck mal, der Boden. Sowas halt, ne? Aber das. Den, aber der Boden der sieht bei mir sieht total cool ähnlich aus. Da kann ich auch nicht richtig durchgucken. Ja, aber ich finde schon ein bisschen besser, weil es weniger sind so für mich so vier Felder, weißt du? Man kann auch nicht so gut durchgucken, das stimmt. Und das, aber das hier ist halt wirklich. Du siehst ja nichts dadurch. Ich finde das von der Optik gar nicht so schlecht. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass es eine andere Optik hat. Aber ich finde es auch total schade, dass wenn wir dann da nicht rausgucken können. Und wir haben ja extra die Base hier, weil hier halt eben so viel abgeht. Und das wäre ein bisschen schade, ne? Wenn man dann gar nicht rausgucken kann. Aber was ist die Alternative? Da müssten wir wieder ganz normale Wände machen. Die können ja dann auch wieder aus Holz sein. Und dann rundherum Window Frames und da Fenster reinbauen. Oder halt auch eben nicht. Ja. Aber nur dann, aber das ist so wie unten bei uns im Floß, ne? Ja, das wäre dann wie beim Floß. Aber mehr ist ja anscheinend nicht drin. Wir haben ja keine anderen Möglichkeiten. Ja, also wenn man Tech ist, dann kommen auf jeden Fall nochmal andere Window-Sachen. Ehrlich? Weil ich weiß, dass es, ja, dass da, aber das dauert. Was, sonst müssen wir das jetzt erstmal dann so kurzfristig machen und dann langfristig. Ja, ich sag mal so, das dauert, wenn wir, ich glaube, wenn wir alle Bosse haben, dann haben wir Tech. Irgendwie so ein Ding ist das. So krass. Ja, es dauert richtig lange. Also wir müssen uns schon für jetzt was überlegen. Ich find's trotzdem, dass es irgendwie eine ganz coole Optik hat, so, ne? Es hat irgendwie was. Ja, es hat was, nur man kann halt nicht rausgucken. Ja, oder nur leicht halt. Ja, ganz leicht. Und Leute, bevor ihr uns schreibt, holt euch doch Mods und sowas. Bauen mit Mods ist, finde ich, so risky, vor allem, weil wir ein Let's Play haben. Wenn dann der Mod irgendwie nicht aktualisiert wird, das Spiel ist aktualisiert, der Mod ist weg, du joinst auf den Server und ist einfach alles weg, was du gebaut hast. Du hast vielleicht noch Sachen gebaut auf den von, Sachen vom Mod und dann sind die weg, dann sind die alle weg. Boah, das Risiko finde ich sehr schwer. Also, könnt ihr mal eure Erfahrungen zu teilen, ob ihr da schon mal eine Erfahrung mit gemacht habt, dass ihr irgendwie mit Mod gebaut habt und dann wurde da irgendwie was gepatcht oder wie auch immer und dann war das alles für die Katz. Das wäre natürlich schade. Ich mache noch eben, damit wir hier den Fortschritt haben und damit man schon mal sehen kann, dass wir schon die erste Tech-Sache haben, knall ich hier einmal. Ist aber nicht Tech, ne? Ja, geht auch schon. Habe ich Tech, was für mich ist irgendwie, ist ja schon Technik, oder? Oh mein Gott, ja. Wir haben hier einen Fabrikator, einen fetten. Und was können wir da drin machen? Wir können hier drin erstmal den Industrial Griddle dann auch machen. Also wir brauchen den so oder so. Mhm. Auch hier drin machen wir den Industrial Grinder. Und auch den Generator, Freunde. Und damit sind wir offiziell nochmal in einem ganz anderen Zeitalter. Wir sind nochmal auf einem ganz anderen Level. Wir haben hier unsere Base mit den krassen Maschinen. Unten, vielleicht kriegen wir auch nochmal eine easier Verbindung, irgendwie direkt ins Haus bauen, eine Leiter oder so, wo man direkt dran fährt, wo man schneller hoch und runter wechseln kann. Dann haben wir nämlich unten die alten Sachen zum Craften, oben die krassen Neuzeitsachen zum Craften und wenn wir unterwegs sind, haben wir aber trotzdem immer noch die Basics mit dem Schiff. Ich finde, das ist ein absolut gutes Konzept. Kombi, ja. Ich finde es auch richtig, richtig cool und wenn wir die Sachen teilweise noch unten lagern, dann müssen wir auch nicht die ganze Zeit so viel hin und her räumen und so. Also ich habe das Gefühl, der Plan war ein richtig guter. Ich habe das Gefühl, es stellt sich raus, dass der Plan richtig, richtig gut ist, Freunde. Das soll es aber mit der heutigen Folge gewesen sein. Das war jetzt auch das Ende unserer sehr, sehr langen Aufnahmesession. Hat aber trotzdem, finde ich, sehr viel Spaß gemacht, wieder die letzten Folgen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ich wünsche an der Stelle schon mal einen guten Rutsch, weil eigentlich nicht, weil wir sehen uns ja morgen wieder. Sehen uns. Und dann sehen wir uns ja eh nochmal, von daher. Wir sind ein bisschen durcheinander. Freunde, das war's. Morgen um 14 Uhr geht's hier wieder weiter beim DNR. Der Kanal ist unter der Beschreibung verlinkt. Take this easy, nehmt das Leben nicht zu ernst. Bis dann, macht's gut und tschüss. Tschüss.